Yo, hey Leute, was geht ab? Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Drug Journal und ich möchte mit euch heute mal ein bisschen über meine erste Erfahrung mit oralem Cannabiskonsum reden, beziehungsweise ja, das erste Mal, als ich Cannabis durch Nahrung zu mir genommen habe. Und das ist eigentlich eine ganz lustige Story, weil ich, weil das Ganze so ein bisschen aus, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen Not passiert ist. Das war so, zu dem Zeitpunkt hatten wir ein bisschen Stress mit unserem Dealer und ja, wir konnten uns dort erstmal für einen etwas längeren Zeitraum nicht blicken lassen. Das Ding war halt, wir hatten aber zu Hause irgendwie nur noch 2 bis 3 Gramm Weed über und wir wollten das jetzt auch nicht irgendwie über mehrere Wochen strecken und dann immer nur so ganz kleine Runden machen, sondern wir wollten wirklich schon das Maximale rausholen. Und wie ihr wahrscheinlich auch wisst, ist es so, dass wenn man Cannabis verbuggt, sage ich jetzt mal, beziehungsweise generell einfach oral konsumiert, dass Cannabis dann eine wesentlich längere Wirkungsdauer hat und auch eine viel, viel stärkere. Denn das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Wenn ihr Cannabis in einen Joint packt und den raucht, dann ist es natürlich so, dass während ihr den raucht, viel THC verfliegt. Ja, wenn ihr den zum Beispiel in der Hand einfach nur haltet, weil ich sag mal so, ihr nuckelt ja nicht wie die letzten Spasten die ganze Zeit daran, ja. Und es ist natürlich ganz normal, dass man sich währenddessen vielleicht auch nochmal unterhält oder so und man den Joint dann halt auch mal für eine halbe Minute oder so einfach nur in der Luft hängen hat und dann viel THC auch verdampft. THC ist übrigens auch der Wirkstoff in Cannabis, also für die Leute, die das nicht wissen. So, ja, dann haben wir uns halt im Internet ein bisschen erkundigt, wie wir das machen, dass wir das Ganze verbacken. Und dort gab es eigentlich so erstmal 2 Möglichkeiten generell THC aus Weed zu lösen. Also erstmal die Alkoholmethode, das heißt THC ist alkohollöslich. Man kann eine Schnapsflasche nehmen, dort Weed reinpacken und das Ganze für, keine Ahnung, einen halben Monat oder so in den Schrank stellen. Dann holt ihr das raus, filtert das Weed raus und dann könnt ihr den Schnaps trinken und werdet sozusagen besoffen und high gleichzeitig, aber das ist keine gute Idee, finde ich, weil man bei dieser Methode relativ schnell, relativ leicht überdosieren kann. Und deswegen, ja, würde ich davon erstmal abraten grundsätzlich, weil das dann keine gute Idee ist, wenn ihr das Ganze noch dann mit Alkohol mischt. Aber die zweite Möglichkeit ist natürlich viel besser, wie ich finde, und zwar kann man das Ganze in Fett lösen, also sprich zum Beispiel Butter. Wenn ihr das Ganze verbacken wollt, dann macht ihr das so, ihr nehmt Butter, packt dann das euer Weed da rein und dann lässt ihr das für ein paar Stunden, ja gut, Stunden vielleicht nicht, aber schon eine ordentliche Zeit lang so köcheln und dann entzieht die Butter halt diesem Weed das THC und das ist dann in der Butter drin und dann könnt ihr das Ganze trocknen lassen und zum Beispiel euch ein Brot schmieren oder, ich weiß nicht, Haschkekse oder so backen. Und das Ding war halt, ich hatte jetzt auch gar keinen Bock, da irgendwie großartig Haschkekse oder so zu backen. Deswegen haben wir uns einfach dazu entschieden, einen Cannabis-Tee zu kochen. Ja, ein Cannabis-Tee, das ist eine ganz interessante Sache. Ich kann mich nur noch ganz grob daran erinnern, wie das Ganze war. Ich weiß nur, dass meine Küche relativ schnell aussah wie ein fucking Meth-Labor. Ich kann euch da mal übrigens noch ein Foto reinpacken, wenn ich das auf meiner Festplatte finde. Davon hatte ich nämlich ein paar Fotos gemacht. Ja, ganz lustige Story. Auf jeden Fall habe ich gewartet, bis meine Eltern dann irgendwann mal aus dem Haus waren für einen Nachmittag oder so. Also meine Familie halt. Und dann habe ich das so gemacht, dass ich einen Topf genommen habe, dort Wasser reingepackt habe. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Butter, auf jeden Fall ordentlich viel Butter. Und das Sweet dann reingepackt habe und das dann für, ich weiß nicht, 1,5 Stunden oder so gekocht habe. So nach den 1,5 Stunden oder nach einer Stunde, ich weiß es jetzt auch wie gesagt nicht mehr so ganz genau, das ist schon ein paar Monate her, ja, also verzeiht mir das bitte. Nachdem ich das halt gekocht hatte, habe ich das vom Herd genommen, dann hatte ich das Weed rausgefiltert mit so einem Sieb halt und dann hatte ich irgendwie 2 fette Krüge voll mit Weed-Tee. So, das sah nicht ganz so appetitlich aus, könnt ihr euch denke ich mal vorstellen, weil, naja, also ich weiß nicht, so Wasser mit Butter gemischt und dann noch diese kleinen Weed-Reste, die ich nicht rausfiltern konnte, das sah eher aus wie so eine ekelhafte Brühe oder so, also nicht besonders appetitlich und ich dachte schon so, okay, das wird auf jeden Fall lustig, das später runterzuwürgen. Auf jeden Fall hatte ich das in so in PET-Flaschen umgefüllt und einen Tag später sind wir dann raus, bei mir in der Siedlung, da kann man relativ gut chillen so draußen, das sind ein paar nice Spots auf jeden Fall am Start und dann haben wir uns auf so eine Parkbank gesetzt und das Zeug gesippt zu dritt. Und ich dachte erstmal so, okay, das wird jetzt richtig ekelhaft, aber ich muss ganz ehrlich eingestehen, es ging sogar. Also es war nicht so ekelhaft, wie ich dachte, das schmeckte auch nicht unbedingt irgendwie nach Tee oder so.
Da fällt mir gerade ein, oh, ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Ich habe natürlich, nachdem ich das abgekühlt, also während ich das abgekühlt lassen habe, abkühlen lassen habe, so, habe ich natürlich auch noch Teebeutel reingehangen, aber das ist jetzt auch eigentlich relativ irrelevant, weil die wichtige Tatsache ist, dass das THC in diesem Wasser halt drin war, jetzt durch diese Butter. Und ich hatte, wie gesagt, diesen Tee da fertig und so den Tee habe ich ehrlich gesagt nicht so richtig rausgeschmeckt. Ich hatte halt so einen schwarzen Tee genommen, damit das vielleicht noch so ein bisschen danach schmeckt, weil schwarzer Tee eigentlich für gewöhnlich relativ stark ist. Und das habe ich dann auch extra so 10 bis 15 Minuten ziehen lassen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, es hat echt nicht nach Tee geschmeckt. Das hat eher so nach, ich weiß nicht, also es hat mehr nach Wasser als nach Tee geschmeckt. Und mit so einer leicht fettrigen Note, ja, so einer leichten Butternote. Also es war nicht gerade lecker, aber man musste es jetzt auch nicht unbedingt runterwürgen oder so. Also es war schon auszuhalten. So, nachdem wir halt diese Pullen da getrunken hatten, sind wir noch so ein bisschen durch meine Siedlung gelaufen. Dann waren wir, glaube ich, noch an einem Spielplatz oder so. Und irgendwie passierte 2 Stunden erstmal nichts. Also 2 Stunden lang passierte erstmal gar nichts. Ja, wir haben uns schon gewundert, haben wir irgendwas falsch gemacht? Haben wir vielleicht zu wenig das Ganze kochen lassen oder ich weiß nicht. Wir hatten so viele Theorien, aber es hat irgendwie nicht gewirkt und wir dachten schon, okay, dann gehen wir gleich nach Hause, wird eh nichts mehr. Und nach 3 Stunden circa habe ich so eine leichte Schwummrigkeit gespürt, so, ja, wie ihr das wahrscheinlich kennt, wenn ihr so einen Joint 2 oder 3 Mal hittet. Es war jetzt nicht sonderlich stark oder so, aber ich habe schon so gemerkt, okay, irgendwie fängt es doch an zu wirken. Und ab dem Zeitpunkt wusste ich auch, okay, so falsch kann ich das Ganze nicht gemacht haben. Und Leute, 1 Stunde später, ich sag's euch, es hat uns richtig weggescheppert, das Zeug. Ich hatte, weil es ein bisschen kühl draußen war, eine Jacke um und einen Rucksack. Und ich war so dermaßen high, dass ich dachte, ein Alien sitzt auf meinem Rücken und umklammert mich so von hinten. Ja, die Jacke, das kam mir so vor, als wären die Jacke so die Arme von diesem Alien. Und der Rucksack wäre dieses Alien halt selbst, so ein Alien-Baby oder so, und das umarmt mich von hinten oder so ein Scheiß. Es war wirklich grauenhaft, ja. Ich war mega high und hatte mega den Horrortrip, weil ich dann auch irgendwie so voll die behinderten Sachen erzählt habe die ganze Zeit und auch gedacht habe. Das war schon so ein bisschen zu vergleichen mit so einem Pilztrip, also nicht von den Visions her oder so, also nicht von den Sachen, die ich gesehen habe, sondern von den Gedanken einfach her. Das war so behindert und so dermaßen abgefuckt. Wir haben auch nicht mehr viel dann gemacht. Wir haben gemerkt so, okay, scheiße, das haut gerade echt richtig heftig rein. Dann haben wir das irgendwie noch 1/2 Stunde oder so ausgehalten und ich hab mir dann gedacht, okay, bevor das jetzt noch stärker wird und du gleich nicht mehr aufstehen kannst, gehst du mal lieber Richtung nach Hause. Dann sind wir alle nach Hause gegangen, meine Kollegen sind mit dem Bus nach Hause gefahren und ja, ich habe mich dann zu Hause hingesetzt und war echt mega weggeblasen von dem Zeug. Und ich kann mich dann nur noch daran erinnern, dass ich im Bett lag. Ich glaube, noch Musik gehört habe ein bisschen. Dann bin ich eingepennt und am nächsten Morgen bin ich sogar noch mit roten Augen aufgestanden, weil ich noch am nächsten Morgen richtig high war. Also wie ihr auch merkt, wenn ihr das ausprobieren wollt, nehmt euch auf jeden Fall genug Zeit dafür. Ja, das ist keine Sache, die man mal so eben machen kann. Also ihr braucht dann echt schon mindestens so 2 bis 3, also nicht 2 bis 3 Tage, aber so den Tag, wo ihr das konsumiert und den Tag danach auf jeden Fall noch. Also ich kenne einen Typen, der hatte das gemacht und der war dann echt an dem Tag, als er das gemacht hat, morgens hat er das gemacht. Dann war er den ganzen Tag über high, also wirklich extrem high. Dann hat er für ein paar Stunden gepennt und war dann den nächsten kompletten Tag auch noch high. Also wie gesagt, es wirkt sehr lange, es wirkt sehr, sehr stark, es ist richtig leicht überzudosieren, also passt auf, was ihr da macht. Und aber eine Erfahrung wert ist es auf, also es ist alle Male. Aber für mich ist das jetzt auch kein Ersatz für das Rauchen eines Joints oder so, weil ich sag mal so, ein Joint hast du innerhalb von 10 Minuten oder so geraucht, du musst nicht großartig irgendwas vorbereiten. Du bist dann irgendwie, keine Ahnung, 2 bis 3 Stunden high, das reicht dann auch. Anstatt irgendwie 2 Tage lang oder so. Und ich weiß nicht, ich finde das irgendwie auch chilliger. So, ich weiß nicht, irgendeine Scheiße zu essen und dann davon high zu werden. Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht so meins. Es gibt sicherlich Leute, die das feiern. Es ist aber, wie gesagt, einfach nicht so mein Ding. Und ich habe es halt einmal ausprobiert. Ja, ich werde es wahrscheinlich irgendwann mal in Zukunft nochmal ausprobieren, wenn ich die Gelegenheit dazu bekomme. Aber selber mache ich das nie wieder, weil das auch eine mega Sauerei war. Wie ihr wahrscheinlich auch auf dem Bild sehen könnt, was ich euch irgendwo mittendrin hoffentlich eingeblendet habe, wenn ich das nicht vergesse. Und ja, also wie gesagt, ich würde es empfehlen, mal auszuprobieren, wenn ihr Bock habt.
passt mit der Dosierung auf, schaut euch im Internet echt ganz genau an, ob es dort irgendwelche Anleitungen gibt, die das ganz genau beschreiben, dass ihr da nicht zu viel reinpackt und nehmt euch, wie gesagt, 2 Tage Zeit, dann könnt ihr das mal ausprobieren und macht euch auf einen richtig harten Weed-Trip gefasst. Und ja, das war es soweit mit meiner ersten Erfahrung. An viel kann ich mich da ehrlich gesagt auch nicht mehr so dran erinnern. Ich hatte auch mega die Gedächtnislücken. Und ja, in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Allerdings werde ich beim nächsten Video mal ein bisschen was anderes außer Cannabis ansprechen. Ich habe dann eine neue Droge sozusagen für euch, ja, mit der ich, wo ich mit euch meine Erfahrungen teilen werde. Und in diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder was auch immer und haut rein, bis zum nächsten Video.